naja, der für ganz Bayern zuständig, der CU-Regionalleiter, der Super Edition, der kommt dann Zeug mit einem Ferrari und dann kommt ein Vodafone auch mit einem Porsche. Ja, und das ist mir passiert, das können meine Eltern bis heute, wenn sie nicht vergessen, bestätigen. Und die kommen dann und schütteln euch dann die Hände und da ist nichts dabei. Ne? Oder wenn du bei Stars bist und mit Stars-Sängern oder so redest, da ist nichts dabei. Da geilen sich andere auf. Mich interessiert das nicht, weil sie auch nur Menschen sind, die halt eben diszipliniert sind und halt eben ihren Weg gegangen sind, was sie erreicht haben. Ne? Und ich werde das auch jetzt demnächst umsetzen und dann können mich die Hater kreuzweise. Oh Gott, ich liebe meine Hater. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. RAM funktioniert nicht richtig, AK funktioniert nicht richtig, AM wird aber noch gestartet, weil mit den kleinen Bugs kann man leben. Und deswegen hat man sich gesagt, ach scheiß drauf, AK ist uns wichtiger und das ist der Grund, warum KBAM dann vorzeitig abgebrochen hat. Dann hätten sie es nicht machen müssen, sie könnten auch sagen, ach leckt uns doch am Arsch, das brechen wir dann irgendwann später ab, aber es war eine richtige Entscheidung. So. Und da ihr der Titel seht, Philosophie, es heißt ja wirklich Philosophie und Märchengeschichten, ne? Habe ich mir ausgedacht im Titel, weil eben dann wissen die anderen Leute, was sie erwartet an diesem langen Video. So, jetzt gehen wir mal gleich woanders hin und zwar loggen wir uns mal in meinen anderen Multi-Account ein und dann geht es dann gleich auch mal weiter. Dann ist es natürlich so, dass es ein Video gibt. Dieses Video, das könnt ihr euch sparen. Das Video beinhaltet nur sowieso auf Englisch, was ja ein Witz ist. Hätten sie wenigstens es auf Deutsch gemacht und auch in die anderen Sprachen, aber okay, sei dahingestellt. Da geht es halt einfach darum, schlecht gezeichnetes Animation Comics für eine Firma wie KBAM, die Milliarden Geld jedes Jahr Umsätze macht und Milliarden auch verdient. Ist es natürlich ein Witz. Ne? Also da hätte man auch, ich sehe zum Beispiel in der deutschen Community sehr gute Hobbyzeichner oder auch Animateure und da hätte man in der deutschen Community doch die deutschen Animateure nehmen können und die hätten es dann sogar 1000-mal besser gemacht und die hätten sogar einmalig es vielleicht sogar gratis gemacht, um KBAM die Leviten zu lesen und zu sagen, schaut mal, was für voll Idioten ihr seid, ihr gebt da so viel Geld aus und kriegt nichts gebacken. Wobei da wiederum darf man KBAM auch keinen Vorwurf machen, weil die ja sowieso nichts zu melden haben. Jeder, der es noch erinnern kann, 2017 war ein riesengroßer Kauf. Die geschätzte Zahl zwischen 7 und 800 Millionen bei Wikipedia ist natürlich der geschätzte Wert, ist Blödsinn, es waren viel mehr. Aber Wikipedia könnt ihr euch sowieso nicht mehr drauf verlassen, weil da werden Sachen geändert und geschrieben, wie es einem Recht und Ordnung ist. Ne? Einige Sachen stimmen, aber der meiste ist halt scheiße. Ne? Aber was soll's, ihr könnt ja Brockhaus oder ihr könnt andere Seiten direkt halt oder die Interviews von KBAM auch mitbekommen. Oder die Deals kann man auch in Aktien, es gibt ja so Firmenabwicklungen, wo man da lesen kann. Finanzzeitschriften und etc. Und da steht es am meisten drin. Das war ein bisschen höher, aber offiziell wird es nicht so ganz bekannt gegeben. Intern sind es bestimmt wie 1 Milliarde, 1,2 Milliarden oder sogar mehr gewesen. Und dann haben sie halt nichts zu melden. Jeder weiß, der das mal erlebt hat, also wenn eine Firma eine andere Firma aufkauft, dann wird immer gesagt, ja, wird versprochen, die Mitarbeiter bleiben, es bleibt beim Alten, alles für tutti frutti. Jeder, der das erlebt hat, sagt sich, Bullshit, ist noch nie passiert, in sehr seltenen Fällen ist das umgesetzt worden. So, hier brauchen wir nicht teilzunehmen, weil wir haben da nicht gesetzt. Ja, wir haben hier, und von daher, ja, ist das leider Quatsch. Aber soll's, was willst du halt machen, ne? Was willst du machen, wenn die Leute nur Bullshit einem
Sachen Bullshit erzählen. Ne? Es macht ja keinen Sinn, sich darüber auch zu reden. Schauen wir mal, was könnte ich machen? Ich lasse es mal so. Macht keinen Sinn. Glaubt mir.